Hallo, grüß euch und herzlich willkommen. Mir ist hier eine Frage gestellt worden, und zwar für ja, Dividendenaktien und Dividendenstrategien, ja, derartig, wo ich sie ja letztendlich auch sehr gerne mache, weil man da einfach sozusagen einen Sparplan macht und dann einfach liegen lässt und fertig, Punkt aus, Schluss. Und man einfach sich ganz viel Zeit, Nerven und sonstige Dinge noch spart. Und am Ende des Jahres oder sagen wir mal am Ende des Lebens sozusagen oder bis zur Rente geht man jetzt endlich davon aus, dass man halt eine durchschnittliche Dividendenrendite hat oder überhaupt eine Rendite von 7 bis 8%. Ja, und das Ganze jetzt mal so in den Raum gestellt. Und jetzt sagen natürlich einige, stellen mir natürlich auch berechtigterweise die Frage, naja, wenn du jetzt immer so eine Aktie besparst, die letztendlich irgendwie immer so um die 7-8% Dividende ausschüttet, mal sagen wir mal in der Hoffnung, dass sie das auch jahrzehntelang dann auch tut. Ansonsten muss man da wieder so nochmal neu drauf schauen und balancieren und so weiter. Aber eine Aktie, die zwar hier die Dividende ausschüttet, aber im Grunde eigentlich nie wirklich steigt. Ja, also das heißt, über längere Sicht denn immer nur irgendwie seitwärts läuft und man hat eigentlich letztendlich nur immer diese Dividende, aber als solches die Aktie steigt nicht wirklich, sagen wir mal, inflationsbereinigt so gut wie gar nicht. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil es natürlich viele so dividendentypische Titel, die so ein bisschen auch oldschool sind, ja, ob das jetzt Tabak ist, Tabakaktien oder Ölaktien, Gasaktien, also ich habe jetzt hier mal als Beispiel nur Gazprom, aber es ist durchaus irgendwie vergleichbar. Das sind so diese Old Economy, ja. Also Old Economy, die halt, sagen wir mal, noch fleißig Gewinne produzieren. Und da muss man natürlich auch drauf schauen, für welche man sich entscheidet. Also ich habe zum Beispiel aktuell auf der Shortlist, wenn ich jetzt mal eine Shortlist benennen wollte von Dividendenaktien, die ich gerade schaue, ob ich sie nicht in mein Dividendenportfolio mit aufnehmen soll, dann ist es zum Beispiel British Tabak, ja, British Tobacco. Nicht unbedingt, weil ich jetzt Tabak so toll finde oder sowas, sondern einfach, weil ja, das eine von diesen Werten halt ist, die man einfach blind bespart über ein paar Jahre hinweg und dann vielleicht mal nach 5 Jahren wieder schaut, okay, nehme ich sie aus dem Portfolio oder nicht. Ja, und das ist halt sozusagen eine berechtigte Frage, weil man da einfach letztendlich nicht wirklich so die super geile Rendite zu erwarten hat. Und ja, hierzu möchte ich nur sagen, dass solche Fragen natürlich kommen von Leuten, die in der Regel nicht älter wie 30 Jahre sind. Mit anderen Worten, die innerhalb der letzten 10 Jahre, wo einfach hier Renditen drinnen waren, ja, mit Tech-Aktien und so weiter von 20, 30% pro Jahr, einfach total, wollte ich schon fast sagen, versaubeutelt sind. Ja, also quasi total verwöhnt. Ja, also wie so ein Nesthäkchen, die kennen keine, sagen wir mal, ja, anderen Märkte wie diesen geldüberflutenden Markt und diese Tech-Boom-Phase. Und wenn wir jetzt aber, und das ist auch alles super, super und berechtigt, aber wenn wir jetzt ja zum Beispiel von Time Frames, also Time Horizon, nennt ja immer Dr. Julian Hosp, also ein sehr empfehlenswerter Kanal, dieses Wort Time Horizon, ja, also Time Frame, sage ich mal dazu, oder Zeitfenster auf Deutsch, ja, länger, sagen wir mal, über 10, 12, vielleicht 20, 30 Jahre oder sowas, wer weiß schon, was in 30 Jahren ist, das kann man sowieso vergessen. Aber alles, was länger wie 10 Jahre ist, ist schon tricky. Ich glaube, dass die Time Horizons, die man die Zukunft irgendwie was festlegen oder planen kann, eher noch kürzer werden, als sie länger wieder werden. Hat sozusagen Digitalisierungsbeschleunigungseffekte, all möglichen ja, technologischen Begründungen gibt es da. Und dass man halt einfach sagt, okay, ja, es ist eine berechtigte Frage. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sozusagen mit den Füßen auf dem Boden bleiben, ne? Also das, was du machst, sozusagen für die Rente, ne? Also nicht so zum Fun haben, Spaß haben oder irgendwie zum Angeben oder was weiß ich, in deinem Club oder in deinem Stammtisch oder sowas, ne, wenn er vielleicht mal wieder physisch möglich wäre hier in München oder so, ne, oder
keine Ahnung, auf deinem YouTube-Kanal oder sowas, ne? Also spannende Sachen, wo du immer zu berichten kannst und so weiter, sondern diese langweiligen Geschichten, wo du absichtlich auch langweilig haben willst, ja, du willst ja da sozusagen dir so ein bisschen deine Altersvorsorge ein bisschen aufbessern, ne? Dass du sagst halt irgendwann mal, okay, jetzt ist der Tag X, ja, ich bekomme theoretisch 55 Euro Rente und bekomme dann nochmal 5 Euro on top, mache ich mir nochmal eine extra Rente über meine Dividenden, ja, oder sowas, ne? Da habe ich insgesamt 60 Euro Rente, ne? Und bin halt ein bisschen besser, stehe ein bisschen besser da. Und da würde ich halt einfach modest bleiben, ne? Also quasi, ich kenne jetzt gar nicht das englische Wort dafür oder das modest, auf dem Boden bleiben halt einfach, ja. Manchmal komme ich mit den ganzen Wörtern, ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, der Grund auch, warum ich manchmal mit den Wörtern so Probleme habe, ist, weil ich permanent mir Sachen auf Englisch reinziehe und dann verwirbelt das in meinem Kopf. Also gestern zum Beispiel den ganzen Sonntag nur englische Sachen konsumiert. Und wenn ich dann Deutsch spreche am nächsten Tag, dann ist da irgendwie bei manchen Wörtern irgendwie verschiedene unterschiedliche Gehirnhälften. Also seht es mir nach, dass ich da manchmal nach Wörtern suche, obwohl ich eigentlich fließend Deutsch kann. Ja. Und so gesehen ist es eben, wenn du dir sozusagen, also über diese ganzen Dinge halt, wenn du so mal über, altersvorsorgemäßige Aktien überhaupt Gedanken machst, ja, wie ich jetzt zum Beispiel auf einer Shortlist habe, also so unter Beobachtung, ja, die British Tobacco, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr die Swiss Re mit hineingenommen, ja, also in diesen langen, sehr langfristigen, und da bin ich jetzt schon, ich habe mich investiert und bin ich jetzt irgendwie bei 16% plus, und ich weiß, dass die irgendwie knapp über 5% oder so Dividende ausschütten. Ja, dann sagen wir mal, okay, Inflation haben wir irgendwie 3%, 2 oder 3%. Ja, also mehr will ich da gar nicht. Ja, ich will ja, dass einfach das Geld, also sagen wir mal, vielleicht ein paar Prozent Rendite hat, unterm Strich nach Inflationsbereinigung. Und dann über den Compound Interest macht es einfach diese lange Time Horizon, diese lange Zeitfenster. Da brauche ich keine 20% Rendite im Jahr. Also wenn ich da, also wenn das so einfach wäre, dass man einfach irgendwas kauft und liegen lässt und dann 20% Rendite im Jahr macht, so wie es jetzt einige, ja, würde ich mal sagen, kurzfristig bei Bitcoin, sagen wir mal, in den letzten 4, 5 Jahren geschafft haben, ja gut, da vielleicht sogar mehr. Wir reden aber jetzt von Aktien, dann wird es ja jeder machen, ne? Dann wird es ja wirklich jeder machen. Also das, was wirklich jeder machen kann, ist dann halt auch in der Ausbeute, in der Rendite halt dann auch entsprechend ein bisschen modester. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Du kannst ja mal hier auf den Zinseszinsrechner einfach mal googeln, Zinseszinsrechner, und dann einfach mal kannst du die ganzen Faktoren eingeben und dann einfach auf Go klicken, Berechnungen klicken, und dann berechnet er dir das halt auf wie viele Jahre auch immer in die Zukunft aus, 40 Jahre. Und da reicht schon, wenn du ansparst und inflationsbereinigt deine 5 oder 6% machst, dann hast du auf 40 Jahre, hast du definitiv eine bessere Rente als wie jemand, der das nicht gemacht hat, ne? Also, und das ist eben mit so einer langfristigen Dividendenaktienstrategien. Dividendenstrategien, also wo halt sozusagen ist es einfach ein Thema für sich, ja, und hat einfach mit diesem Ganzen von heute, also von einem Tag auf den anderen zu schauen, okay, wo gibt es Möglichkeiten und so, hat das eigentlich wenig zu tun, ja, also auch mit, wenn ich jetzt sagen wir mal sage, okay, was ich zum Beispiel aktuell mit SAP, habe ich SAP-Video gedreht über die SAP-Aktie, als sie abgestürzt war, ja, 30% von 130 auf 100 Euro, glaube ich. Und dann bin ich da halt ein bisschen, habe ich ein bisschen was eingekauft mit dem, sagen wir mal, mit dem Hintergedanken, dass die halt sich wiederholt, also sozusagen so eine Rebound-Aktie halt wird. Und aber ich habe jetzt nicht den Gedanken gefasst, dass ich jetzt die SAP-Aktie auf 20 Jahre halten werde, ne? Also wenn die dann wieder 130 wieder irgendwann ist, dann habe ich irgendwie 30% Gewinn gemacht und dann. Das ist so mein Plan, ja, und dann sind irgendwie 2, 3 Jahre vielleicht vergangen,
Und dann werde ich zumindest den Einstand, also das, was ich da reingelegt habe, vielleicht 30% behalten, den Gewinn. Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht alles wieder verkaufen, das entscheide ich dann. Ja, aber das hat mit diesem langfristigen Dividendenportfolien nichts zu tun. Ja, also das muss man halt dann nochmal wirklich trennen und unbedingt auch auf dem Boden bleiben. Weil es gibt halt draußen auch, ja, auch nachvollziehbar so unfassbar viele mittlerweile. Was ich auch gut finde, ich meine, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo man sehr, sehr viel Informationen und Zugang hat. Aber auch, es gibt halt auch viele, die halt einfach, weil sie halt nach Klicks suchen und versuchen halt auch diesen Wettbewerb, wer klickt mein Video, zu gewinnen, na, dann ständig von irgendwie 20%, 30% hier und dort und super Gewinne und was weiß ich alles und GameStop und so weiter. Letztendlich wollen die halt mit ihren Klicks nochmal ein bisschen Nebeneinkünfte produzieren und darum geht es unterm Strich. Es geht also nicht darum, hier von wirklich Langfriststrategien und Vermögensbildung, langfristige Renten, Aufbaumaßnahmen, ja, die du eigenverantwortlich managst, ja, mit deinem Privatvermögen und so weiter. Über lange, lange Zeiträume hinweg, über diese ganzen Themen geht es da nicht, weil da gäbe es nämlich nichts zu berichten. Ja, da hättest du wahrscheinlich dann auch keinen Grund, jeden Tag ein neues Video zu produzieren. Und also ich hoffe, ich habe das jetzt ausführlich hier mal besprochen. Mit dieser, es gibt halt eben diese Dividenden-Geschichten und die sollte wirklich, meiner Meinung nach, sollte sich jeder da so was suchen und umsetzen und es ist sehr schön, also es ist wirklich, du brauchst gar nicht so viel, also du sag mal, wenn du jetzt halt nur, ja, zum Beispiel hier sowas wie Münchner Rück oder, nein, nicht Münchner Rück, Swiss Re habe ich ja und Gazprom und noch so ein paar, dann wenn du jetzt so mal, ja, wie viel brauchst du da jetzt? Sagen wir mal so 4000 Stücke davon hast. Kostet jetzt gerade 5 Euro eine. 4000 mal 5 sind dann 20.000, oder? Ach, summa summarum. Wirklich so wenig. 4000 mal 5. Ja, dann hast du. Also alles, was du tun musst, ist letztendlich so 20.000 irgendwie mal ansparen. Und wenn du mal zum Beispiel jetzt nur 20.000 hast, hast du 4.000 Stück. 4.000 Stück sind ungefähr, kriegst du ungefähr eine Dividende von netto, ja, so 1.800 wahrscheinlich dann raus, ja, nach Steuern. Und dann ist auch wurscht, also in 100er hin oder her, aber sagen wir mal jetzt aufs Jahr gerechnet, das ist sozusagen für viele Angestellte, ja, ist das einfach ein Dreizehntel des Monatsgehalt. Ja? Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ja? Und 20.000 Euro ansparen ist jetzt wirklich nicht was, was nicht wirklich so gut wie jeder könnte, wenn er es auch irgendwie will, dann kriegt er es auch irgendwie hin. Ja? Und ja. So, das war's. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, dann schreibt mir einfach nochmal in die Kommentare was rein. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Ist auch egal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.